Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Das ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit. Natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist es jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Platz für die Familie. Für Sie umgebaut. 2 Dreiraum zu einer großzügigen 5-Raum-Wohnung mit 2 Bädern, Wohnküche und 2 Balkonen. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 4. September. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir beginnen auch heute wieder unsere gemeinsame halbe Stunde mit Nachrichten vom Tage. Am Sonntag heißt es für Hoyerswerda wählen gehen, denn die Oberbürgermeisterwahl steht vor der Tür. Viele haben allerdings per Briefwahl schon ihre Stimme abgegeben. Mehr dazu und weitere Meldungen haben wir jetzt für Sie zusammengefasst. Briefwahl wird offensichtlich auch in Hoyerswerda immer beliebter. Mit rund 4000 Briefwählern hat ungefähr jeder 7. Wahlberechtigte seine Stimme zur Oberbürgermeisterwahl bereits abgegeben. 5 Kandidaten, davon 2 Frauen, bewerben sich um das Amt. Die Wahl zum künftigen Rathauschef der Zusestadt findet am Sonntag statt. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Beobachter gehen davon aus, dass kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen wird. Eine dann erforderliche Stichwahl ist für den 20. September vorgesehen. Dann genügt bereits die einfache Mehrheit für den Einzug ins Rathaus. Am 1.9. wurde ein Vortransit-Kurier feierlich in seinen Dienst an die Stadtverwaltung Bernsdorf übergeben. Finanziert wurde das neue Fahrzeug durch Werbung von lokalen Unternehmen. Der Kleintransporter ist schon seit Mai diesen Jahres im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs. Zum Großteil erfolgt der Einsatz im Raum Bernsdorf. Aber auch außerhalb der Grenzen von Bernsdorf wird das neue Dienstfahrzeug wahrscheinlich öfter zu sehen sein. Am 10. September wird im Lindner Schloss in Dresden der 6. Engagementpreis des Landesfrauenrat Sachsen e.V. verliehen, heißt es aus einer Mitteilung des Landesfrauenrat e.V. Der Preis wird für den Einsatz von Frauen im Bereich der Gleichberechtigung verliehen. Neben einzelner Frauen aus Sachsen konnten auch sächsische Frauenvereine nominiert werden. Das Thema in diesem Jahr lautet Frauen, Wirtschaft, Innovation. Besonders im Blickfeld der Nominierung standen die Bereiche Selbstständigkeit, berufliche Ein- und Aufstiegschancen sowie der Wiedereinstieg, insbesondere auch für Alleinerziehende. Preisträgerin des Engagementpreis 2019 war Andrea Spee-Keller. Sie engagierte sich schon in der Phase des politischen Umbruchs in den späten 80er und den frühen 90er Jahren in frauenpolitischen Gruppen. Die neue Krebaer Turnhalle hat Gestalt angenommen. Sie entsteht anstelle ihres abgerissenen Vorgängergebäudes im Schlosspark der Gemeinde. Die neue Einfeldturnhalle verfügt neben der Hallenfläche über 4 große und 2 kleine Umkleidekabinen sowie moderne Wasch- und Geräteräume. Darüber hinaus werden zusätzliche Toiletten für das jährlich stattfindende Sommer-, Sport- und Parkfest mit ca. 4000 Besuchern zur Verfügung stehen. Auch an Räumen für den Jugendclub und den Sportverein wurde bei der Planung gedacht. Die geplanten Baukosten belaufen sich auf 2,4 Millionen Euro, wovon 80% gefördert werden. Parallel läuft auch die Umgestaltung des benachbarten Sportplatzes. Die neue Weitsprunggrube ist bereits zu sehen. Der Neubau der Laufbahn steht noch bevor. Dasselbe gilt für den Rasenplatz.
Die Schola Gersdorf kann wieder erwarten, doch in diesem Schuljahr als freie Grundschule starten. Dies teilt Schola-Geschäftsführerin Ute Wunderlich mit. 12 Schüler der Klassenstufe 1 und 2 beziehen nun ihre Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss des Schlosses in Gersdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Markersdorf. In nur 6 Wochen wurden die Räume brandschutztechnisch auf Vordermann gebracht und eingerichtet. Die Eltern haben dabei vieles in Eigenleistung erbracht. In den Folgejahren wird nun das gesamte Schloss saniert. Am 19. September gibt es einen Tag der offenen Tür in der neuen Grundschule. In unserem heutigen Kandidatencheck zur Oberbürgermeisterwahl in Hoyerswerda haben wir den 5 Bewerbern die Frage gestellt, wie Hoyerswerda nach 7 Jahren ihrer Amtszeit aussehen soll. Kandidatencheck zur Oberbürgermeisterwahl in Hoyerswerda am 6. September. Frage: Wenn Sie als Oberbürgermeister gewählt werden, wie soll Hoyerswerda nach 7 Jahren ihre Amtszeit aussehen? Hoyerswerda in 7 Jahren ist eine noch liebenswertere Stadt für Familien, für meine Kinder, für ihre Kinder, für unsere Enkel. Wir haben es geschafft, Hoyerswerda wieder zu einer führenden Rolle in unserer Region zu führen. Und wir haben es auch geschafft, unseren Gewerbetreibenden so die Zukunft zu bieten, dass Gewerbesteuer hier bei uns in der Region bleibt und wir sie nicht mehr über unsere Grenzen hinaus in andere Bundesländer tragen. Eine Stadt, die bürgerbeteiligt ihre klaren Ziele in den großen Handlungsfeldern Wirtschaft, Stadtumbau, Bildung, Kultur, Soziales, Mobilität ganz klar formuliert hat, die diese Ziele mit unternehmerischem Geist konsequent verfolgt, die Bürgerbeteiligung lebt, sich durch eine offene, transparente Kommunikation als Gemeinschaft aufgestellt hat. Eine Stadt, die sich im Imagewandel befindet. Weltoffen, optimistisch, lebendig, die neue Menschen anzieht, sich sichtbar wieder verjüngt und dabei ist, sich mit der Region, im Verbund mit der Region, nachhaltig aufzustellen. Eine Stadt, die den Bürgern eine Stimme gibt, Unternehmen Partner ist, Hand in Hand mit den Ortschaften zusammenarbeitet, gemeinsam mit den Umlandgemeinden in der Region Dinge voranbringt. Eine bessere Verkehrsanbindung, Barrierefreiheit steht ganz vorn. Die Strukturwandelprojekte müssen auf den Weg gebracht werden und wenn ein Teil auch schon umgesetzt wird, ist es noch besser. Und die wichtigen Schritte zu einer attraktiven Wohnstadt müssen geschafft sein, eine Stadt zum Bleiben und Wiederkommen. Und zwar ist das Ziel, dass wir gestärkt in Industrie und Gewerbe hervorgehen. Das heißt, dass wir hier Arbeitsplätze geschaffen haben für Hoyerswerda, dass der Wegzug stagniert, dass der Zuzug, dass Zuzug generiert wird. Natürlich kulturelles Erhalten, wie unsere Lausitzhalle, unser Lausitzbad, das ist das ganz große Ziel. Natürlich auch Neues schaffen, wenn es denn möglich ist in diesen 7 Jahren. Und natürlich dürfen wir, ich sage das Wort Spreewald und Sie denken an Biber, Sie denken an Kanufahren. Und das Ziel ist für Hoyerswerda, dass, wenn ich sage Hoyerswerda in 7 Jahren, dass Sie sofort an das Tor des Lausitzer Seenlands denken. Auch das ist ein Ziel. Zum Ende meiner Amtszeit möchte ich, dass wir gemeinsam erkennen, dass wir gut auf dem Weg sind in die Richtung, dass der Zuse Campus tatsächlich kommt, dass eine Strahlkraft ausgeht von unserer Stadt, dass hier tatsächlich junge Leute sich angezogen fühlen von unserer Stadt, dass studentisches Leben hier einzieht und tatsächlich erreicht werden kann, was wir uns vorgenommen haben, dann auch für die Zeit danach, bis 2038, den Ausgleich zu schaffen an Arbeitsplätzen, der wegbrechen wird durch den Kohleausstieg. Die zusammengefassten Antworten der 5 Oberbürgermeisterkandidaten finden Sie auch auf unserer Homepage lausitzwelle.de sowie auf unserem YouTube-Kanal Lausitz Zeitgeschehen und bei Facebook. Gleich melden wir uns mit der offiziellen Eröffnung der Oberschule in Hoyerswerda zurück. Doch zunächst folgen noch einmal Nachrichten, kurz und kompakt für Sie zusammengefasst. Am 5. September findet im Land Brandenburg das sogenannte Jugendprojekt Hashtag Anbahnen statt. Das teilt die Stiftung SPI mit. Dazu gestalten Kinder und Jugendliche an Brandenburger Bahnhöfen und auf Freiflächen entlang der Bahnstrecke verschiedene Kulturprojekte und Aktionen. In ganz Brandenburg gibt es in der Zeit von 10 bis 20 Uhr über 35 Aktionsorte. Alle Events finden in der Gruppe und miteinander statt.
Durch das Jugendkulturprojekt soll die regionale Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen, Jugendvertretungen sowie Politik, Verwaltung und zivilgesellschaftlichen Initiativen gestärkt werden. Gemeinsam wollen sie neue Ideen, zukunftsfähige Strukturen und Perspektiven für die Zeit während und nach der Corona-Krise entwickeln, heißt es weiter. Zudem möchten die Kinder und Jugendlichen stärker wahrgenommen werden und zeigen, dass sie systemrelevant sind. Eine Übersicht der Aktionsorte finden Sie unter anbahnen.org. Die neue Bühne in Senftenberg ehrte am vergangenen Montag den ehemaligen Intendanten Heinz Klevenow, heißt es aus einer Mitteilung der Spielstätte. Anlässlich seines 80. Geburtstages und seiner langen Zusammenarbeit mit dem Theater wurde eine kleine Feier in dem Schauspielhaus ausgerichtet. Heinz Klevenow war von 1989 bis 2004 Intendant der neuen Bühne und brachte das ehemalige Stadttheater Senftenberg über die schwierige Zeit der Wende. Seit dem Ende seiner Arbeit als Intendant ist Heinz Klevenow nicht nur als Ehrenmitglied, sondern auch als Schauspieler selber auf der Spielfläche des Theaters unterwegs. Der Neubau der Kindertagesstätte Bummiland in Großröhrsdorf steht kurz bevor. Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung die entsprechende Finanzierungsvereinbarung sowie den Pachtvertrag mit dem AWO-Kreisverband Lausitz beschlossen. Demnach gewährt die Stadt einen Zuschuss in Höhe von ca. 1,8 Millionen Euro. Die AWO als Träger übernimmt 10% der Kosten, das entspricht 380.000 Euro. Das neue Gebäude soll 95 Kindergarten und 45 Kinderkrippenplätze umfassen. Darin enthalten sind 9 Integrationsplätze. Alle Gruppenräume werden mit bodentiefen Fenstertüren ausgestattet, um den Zutritt zu den Außenanlagen zu gewährleisten. Diese dienen zugleich als Rettungswege. Eine gemeinschaftliche Nutzung der Spielbereiche mit der benachbarten Kita Regenbogenland soll gewährleistet sein. Dem Unternehmen Kur- und Tourismus Jonsdorf droht die Insolvenz. Der Gemeinderat hat auf seiner jüngsten Sitzung abgelehnt, den Gesellschafterzuschuss von 154.000 auf 200.000 Euro zu erhöhen. Die gemeindeeigene GmbH betreibt unter anderem die Eisarena, das Gebirgsbad, die Touristinformation, die Waldbühne und den Kurpark. Die Geschäftsführung soll bis Oktober ein Sanierungskonzept vorlegen. Außerdem soll der Landkreis Görlitz um Hilfe gebeten werden. Eine Schließung der von dem Unternehmen betriebenen Einrichtungen droht vorerst nicht. Die alte Zittauer Brauerei auf der Bahnhofstraße soll zu neuem Leben erwachen. Die Zeitsprung gemeinnützige GmbH will hier im Rahmen eines deutsch-polnischen Projektes die ehemaligen Brauereikeller wieder zugänglich machen. Außerdem soll in der Villa der ehemaligen Sozietätsbrauerei eine Ausstellung zur historischen Braukunst entstehen. Ein in Zittau hergestellter Transporter der Marke Phänomen soll zum mobilen Botschafter der Brautradition werden. Projektpartner ist ein Verein aus dem polnischen Kowari, der ein ähnliches Vorhaben in Angriff nimmt. Die Laufzeit des Projektes geht bis Juni 2021. Den Umfang gibt das Unternehmen mit ca. 352.000 Euro an. 85% werden durch die EU gefördert. An der neuen Oberschule in Hoyerswerda lernen seit Beginn des Schuljahres rund 400 Mädchen und Jungen. Bereits am Montag erfolgte die symbolische Schlüsselübergabe durch den Oberbürgermeister Stefan Skura. Nun wurde der Bau offiziell übergeben. Mehr dazu erfahren Sie jetzt von uns. Die neue Oberschule in Hoyerswerda wurde heute Morgen feierlich eröffnet. Das Highlight ist das neue Konzept. Schüler haben neben dem regulären Schulbetrieb die Möglichkeit, zu lokalen Unternehmen Kontakt aufzunehmen und mehr praxisnahen Unterricht zu erhalten. Die hochmoderne Einrichtung auf dem Gelände des ehemaligen Konrad-Zuse-Gymnasiums hatte bereits am Montag den Schulbetrieb aufgenommen. In der ersten Woche hatten Schüler und Lehrer erstmal die Möglichkeit, sich an die neue Umgebung und den Unterricht zu gewöhnen. Es war ungewohnt, weil wir hatten ziemlich viel Pausen, also im Vergleich zu davor. Ja, und dann hatten wir, ich glaube, 90 Minuten oder so, 80 Minuten? 80 Minuten hatten wir Unterricht, dann wieder Pause, dann wieder Unterricht, dann wieder Pause. Ja, es war gewöhnungsbedürftig, aber es ist eigentlich ganz angenehm so. Zur feierlichen Übergabe waren zahlreiche Gäste erschienen. Neben Bürgermeister Mirko Pink und Oberbürgermeister Steffen Skora war auch Ministerpräsident Michael Kretschmer vor Ort. Er sprach sich für die neuen Ansätze des Lernens aus und lobte die nun geschaffene Möglichkeit,
Schüler und Betriebe in der Region näher zu bringen. Nach zahlreichen Glückwünschen und einem kurzen musikalischen Programm war es dann soweit. Das Band wurde feierlich zur offiziellen Eröffnung der neuen Schule durchgeschnitten. Nun können die Schüler in eine vielversprechende Zukunft in ihren neuen Räumlichkeiten starten. Romy Stötzner, die neue Schulleiterin, konnte nun schon seit knapp einer Woche die Schüler und Lehrer in ihrer besonderen Umgebung beobachten. Ich habe in ganz, ganz vielen strahlenden Gesichter geschaut. Die Lehrer haben sich so tolle Dinge einfallen lassen. Es war einfach schön, dort einfach durch die Lernlandschaften zu gehen und zu gucken, was die Schüler machen. Ich bereue es nicht. Ich bin froh, dass ich hier stehen kann. Neben den normalen Unterrichtsblöcken gibt es nun sogenannte Bänder. Und auch sonst ist das Thema Lernen hier völlig neu gedacht worden. Morgenband, Mittagsband, das sind so die Highlights. Die gesamte Rhythmisierung wird anders sein als normale Schulen. Und natürlich dieses Lernen in diesen Lernlandschaften. Wir werden also auf viel individuell auf die Schüler eingehen können, das Heterogenität mit berücksichtigen in unserer Lernarbeit. Ja, das ist das, was wichtig ist, denke ich mal. Es sind ganz, ganz viele, die in das Mittagsband kommen, Firmen, die die Berufsfelder vorstellen werden, die Schüler, den Schülern zeigen, guck mal, das brauchst du in Mathe. Ne? Einfach, dass die merken die Schüler, sie werden hier gebraucht. Ja? Und wenn sie gebraucht werden, dann bleiben sie auch hier. Und ja. Um den Schülern im Unterricht alle Möglichkeiten zu bieten, setzt die Schule natürlich auf eine hochmoderne, digitale Ausstattung mit interaktiven Tafeln und neuer Aufteilung der Räumlichkeiten. Mit dem Abschluss der Feierlichkeiten kann es nun so richtig losgehen. Hier in der Klaus-von-Stauffenberg-Straße in Hoyerswerda. Denk an dich und lass ihn fliegen. Lasst euch verzaubern beim ersten SC-Krabat-Firmenlauf durch den Kurselbruch rund um die geheimnisvolle Schwarze Mühle. 5 bis 10 Starter bilden ein Firmenteam und laufen gemeinsam den 2 Kilometer langen Rundkurs. Ein unvergesslicher Sommerabend mit Teamgeist, Wettkampfcharakter und gemeinsamer Feier in der Krabat-Mühle. Einfach zauberhaft. Der erste SC-Krabat-Firmenlauf. 16. September, 18 Uhr. Anmeldung unter www.sportclub-hoyerswerda.de. Willkommen beim Einkaufswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag zum Drachenfest vom 4. bis 6. September im Möbelzentrum Großreschen. Nutzen Sie unseren 50% Aktionsrabatt auf freigeplante Küchen. Und bis zu 30% Rabatt auf Möbelneubestellungen. Und dazu die 0% Finanzierung mit Gratislieferung Ihrer neuen Möbel. Möbelzentrum Großreschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Erleben Sie Drachenkunst und Drachenflug mit bunten Familienprogrammen, wie Hüpfburg und Kinderschminken. Und genießen Bockwurst oder Kaffee mit Kuchen für nur 1 Euro. Nun folgen das tägliche Kalenderblatt und die Wetteraussichten der kommenden Tage. Doch zunächst haben wir jetzt aktuelle Baustellen, Straßensperrungen und Umleitungen im Lausitzwelle-Sendegebiet in unserem Stop and Go für Sie zusammengefasst. Stop and Go. Baustellen, Straßensperren, Umleitungen. In Seligstadt ist die Hauptstraße nach Arnsdorf zwischen der Bergstraße und dem Ortsausgang komplett gesperrt. Hier wird die Straße neu gebaut, eine Umleitung ist ausgewiesen. Ebenfalls in Seligstadt ist die Hauptstraße zwischen der Fischbacher Straße und dem Bahnübergang voll gesperrt. Hier werden die Kanäle und Straßen grundhaft ausgebaut. In Hoyerswerda werden einzelne Fahrstreifen der Niederkirchner Straße sowie der Stauffenbergstraße gesperrt. Vom 1. bis 10. September erfolgt hier der Breitbandausbau. Auch in Hoyerswerda ist vom 31. August bis 18. September die an der Trune- und Schulstraße zwischen der Gebrüder-Grimm-Straße und der Straße am Stadtrand vollgesperrt, jeweils nacheinander. Hier werden die Deckschichten erneuert. Umleitungen sind ausgeschildert.
Die B6 in Jenkwitz ist bis zum Ortsausgang Barschitz wegen Straßenbauarbeiten komplett dicht. Umgeleitet wird über die B6, Bautzen und die S111. Ebenfalls voll gesperrt ist die Ortsdurchfahrt Jenkwitz von der Rabitzer Straße bis zum Ortsausgang. Hier wird die Straße ausgebaut, eine Umleitung ist ausgewiesen. In Radibor ist die Josef-Noack-Straße zwischen der Einmündung Jakob-Lorenz-Zaleski-Straße bis zum Ortsausgang Bornitz komplett dicht. Hier finden Kanal- und Straßenbauarbeiten statt. Eine Umleitung erfolgt über die S107 Lotowitz und die S106 Neubornitz. In Königswarter ist die B96 von der Neugersdorfer Straße bis zum Ortsausgang halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt hier das Vorbeikommen. Die gesamte Ortsdurchfahrt ist in Kleinbautzen vollgesperrt. Hier wird die Straße grundhaft ausgebaut. Eine Umleitung erfolgt über Niederkainer, die B98 Kreisverkehr und die S109 Malschwitz. In Pulsnitz ist die Robert-Koch-Straße vollgesperrt. Der Durchlass wird hier neu gebaut. Eine Umleitung führt über die S95, die K9204 und die S158. In Schmölln ist die Bischofswerdaer Straße zwischen der Dorfstraße und am Schwarzwasser vollgesperrt. Hier wird ein Ersatzneubau für die Brücke über das Hoyerswerdaer Schwarzwasser gebaut. Eine Umleitung führt über die S155. In Königsbrück ist die S100 vollgesperrt. Betroffen ist der Abschnitt der Dresdner Straße zwischen der B97 und Marktstraße. Hier werden der Durchlass und die Brücke über der Pulsnitz instand gesetzt. Umgeleitet wird über die Umgehungsstraße. In Großnaundorf sind die Lomnitzer Straße und die Pulsnitzer Straße vollgesperrt. Eine Umleitung für PKWs führt über die S56, Höckendorf und Lomnitz. Eine Umleitung für LKWs ab 3,5 Tonnen führt ebenfalls über die S56, Höckendorf, B97 Lausnitz, S177 Ottendorf-Okrilla und die K9252 Lomnitz. Grund der Sperrung ist hier der Straßen- und Gehwegbau. Halbseitig gesperrt ist die B9798 in Lausnitz auf der Dresdner Straße. Hier wird die Umfahrung ertüchtigt und im Zuge dessen Kanal- und Straßenbauarbeiten durchgeführt. Im Loser Ortsteil Großserchen ist die Rachlauer Straße vollgesperrt. Umgeleitet wird über die B96, S285, S95 und die K9222. Die S234 an der Kreuzung Bergen-Neuwiese ist vollgesperrt. Hier entsteht ein Kreisverkehr. Eine Umleitung führt über die S234 und die B96. Die Mittelstraße im Osslinger Ortsteil Milstrich ist vollgesperrt. Eine Umleitung führt über die S95 und die S92. Die B98 ist zwischen Lausnitz und Glauschnitz vollgesperrt. Vom 24. August bis 4. September wird hier die Deckschicht erneuert. Die Umleitung erfolgt über die B97, S177 und die S100. Die Klosterstraße und Denkmalstraße im Panschwitz-Kuckau Ortsteil Jauer ist ab dem 13. August vollgesperrt. Umgeleitet wird über die S94 und S100. Ab 31. August ist die S134 in Olbersdorf von der Kreuzung der Berzdorfer Straße bis zum Kreisverkehr der Julius-Ringerhain-Straße vollgesperrt. Hier wird die Asphaltschicht erneuert. Die B156 in Chilichau ist in gesamter Ortslage halbseitig gesperrt. Ampeln regeln den Verkehr. In Tetschwitz ist die Koschnerstraße ab dem 7. September vollgesperrt. Umgeleitet wird über die B96, die K9210 und die K9211. Die K7227 ist vom 8. bis 14. September zwischen S110 Rodewitz und Abzweig nach Dresa vollgesperrt. Hier erfolgen Straßenbauarbeiten. Egal wo es für Sie hingeht, kommen Sie immer gesund und entspannt an Ihr Ziel. Stop and Go. Baustellen, Straßensperren, Umleitungen. Am Mittwochnachmittag riefen zwischen 10.30 Uhr und 17 Uhr bislang unbekannte Neffen oder Polizisten bei Seniorinnen und Senioren. In Cottbus, Senftenberg, Finsterwalde, Forst, Turnow, Jemlitz, Spremberg, Guben, Altdöbern, Großräschen und Motzen an. Bei diesen bislang 22 bekannt gewordenen Betrugsversuchen versuchten die Betrüger unter den verschiedensten Legenden wie Autokauf, Verkehrsunfall, Teilnahme an Gewinnspielen,
oder der Abwendung einer Gefängnisstrafe Bargeld bis zu 100.000 Euro von den Rentnern zu erschwindeln. In einem Fall schüchterten sie eine 82-jährige Cottbusserin so ein, dass sie den besorgten Bankangestellten und den eingesetzten echten Polizeibeamten nichts über den Hilferuf sagen wollte. In einem anderen Fall rief ein sogenannter Enkel bei seiner Oma in Senftenberg an. Nur dumm, dass im selben Moment der richtige Enkel dort am Mittagstisch saß. Dazu nochmals folgende Hinweise der Polizei. Geben Sie niemals gegenüber fremden Personen persönliche Daten und Vermögensstände preis. Seien Sie skeptisch und wachsam. Lassen Sie sich am Telefon niemals zu Fragen zu Ihrer finanziellen Situation und zu Ihren Kontodaten ein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie die örtlich zuständige Polizei. Kontakttelefonnummern und Hinweise zum Schutz vor aktuellen Betrugsmaschen finden Sie auf der Internetseite der Brandenburger Polizei unter polizei.brandenburg.de. Im Jahr 2019 gab es im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Süd insgesamt 161 Anzeigen. Davon waren leider 23 mit einem Gesamtschaden von 55.000 Euro erfolgreich. Im Jahr 2020 registrierte die Polizei bisher weniger Fälle. Dafür erbeuteten die Betrüger aber bisher schon über 70.000 Euro. Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 20 Uhr in die Senftenberger Straße in Spremberg gerufen. Dort hatte ein 57 Jahre alter Mann mit einem Luftgewehr aus seiner Wohnung mehrmals auf Fenster des Nachbargrundstücks geschossen. Durch die Diabolos wurden Jalousien beschädigt. Durch die Beamten konnte der Knicker, ein DDR-Luftgewehr, sichergestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Schützen einen Wert von 1,4 Promille. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung übernommen. Am Mittwochnachmittag haben die bei der Suche des vermissten 44-Jährigen eingesetzten Taucher eine leblose Person im Olbersee im Malschwitzer Ortsteil Warta geborgen. Die Taucher fanden den Mann ca. 150 Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von etwa 21 Metern. Ein Kriminaltechniker nahm seine Arbeit auf. Nach ersten Ermittlungen vor Ort handelt es sich bei der Person um den seit 10. August 2020 vermissten 44-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei führt weitere Ermittlungen. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Die ältesten Besiedlungsfunde für das Dorf Naard sind rund 8000 Jahre alt und der Mittelsteinzeit zuzuordnen. Offiziell erwähnt wurde der Ort erstmals 1401. Damals lag er weiter nördlich an der Schwarzen Elster. Allerdings müssen die Bedingungen dort nicht optimal gewesen sein. Denn als 1773 23 Gehöfte während des Kirchganges nach Hoyerswerda abbrannten, wurde das Dorf an einen günstigeren Standort verlegt. Jahrhundertelang lebte man hier von der Landwirtschaft. Mit dem Einzug der Ilse Bergbau AG veränderte sich die Lebensweise. Noch heute zeugen der Schwibbogen am Löschteich, eine Baggerschaufel und Lore von der starken Abhängigkeit der Bewohner von der Braunkohle. Bekannt wurde Naard im Zweiten Weltkrieg. Das Kriegsgefangenenlager Elsterhorst bereits 1938 errichtet und die spätere Nutzung als Umsiedlerlager auf dem Areal der heutigen Landesfeuerwehrschule und dem Flugplatz gehören zu den dunklen Kapiteln der Geschichte des Dorfes. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Nachts nachlassende Schauer und etwas Auflockerungen, die Werte liegen bei 15 Grad. Am Samstag zunächst bedeckt und abziehender Regen, dann Auflockerungen mit etwas Sonne und am Nachmittag nur noch vereinzelte Schauer. Es werden Temperaturen von maximal 19 Grad erreicht. Am Sonntag wird es einen Mix aus Sonne und Wolken geben bei herbstlichen 18 Grad. Und auch am Montag bleibt es bei den 18 Grad und es wird wieder etwas freundlicher.